Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Klima-Challenge-Podcast über Plastikmüll. Heute sprechen wir vor allem darüber, was jede und jeder im Alltag so machen kann, um Plastikmüll zu reduzieren, aber auch über innovative Projekte, wie mit dem Plastikmüllproblem umgegangen werden kann, auch von Vereinen, Projekte oder auch von Unternehmen. Heute mit dabei ist die liebe Dr. Rosanna Schönreich-Argent. Sie ist Meeresbiologin und Kunststoffexpertin beim BUND. Bevor wir anfangen, jetzt so tiefer in die Materie zu gehen, wäre es mir noch wichtig zu sagen, dass wir natürlich niemanden unter Druck setzen wollen jetzt damit, dass wir sagen, dass es wichtig ist, auf Plastikmüll zu reduzieren. Denn es ist natürlich so, dass alle Menschen einen unterschiedlichen Alltag haben und es auch unterschiedlich schwierig haben, auf Plastikmüll zu verzichten oder zu reduzieren. Und genau, wir wollen eigentlich im Gegenteil eher motivieren, dass jeder kleine Schritt dann in die richtige Richtung natürlich zählt. Ja, Rosanna, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen in 2, 3 Sätzen? Ja, gerne, Sophie. Ja, vielen Dank übrigens, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, da finde ich, sowas mache ich gerne. Ja, mein Name ist Rosanna Schnarch-Argent. Ich bin Meeresbiologin und ich sag mal Plastikmüll oder Meeresmüll-Nerd vom Fach. Ich beschäftige mich seit jetzt über 8 Jahren mit der Thematik Plastikmüll im Meer, Kunststoffkonsum, Umweltbewusstsein zu diesem Thema. Habe hauptsächlich in der Wissenschaft und in der Forschung gearbeitet und bin dann aber durch meine letzte Anstellung an der Uni Oldenburg, wo ich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt gearbeitet habe, mein Gott, schwieriges Wort, bin ich Schritt für Schritt mehr zur Wissenschaftskommunikation gekommen und mehr zum Networking, weil ich einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man Wissenschaft den Leuten verständlich weitergibt, erklärt, dass jeder und jede versteht, was da eigentlich gemacht wird, wo die Probleme genau sind und warum dann auch entsprechend manche Entscheidungen, Beschlüsse, wie auch immer, so gefällt werden sollten oder werden, wie sie dann eben umgesetzt werden. Von daher freue ich mich jetzt, nach so langer Zeit in der Wissenschaft dann auch mal für eine Umweltschutzorganisation, so den BUND, zu arbeiten und da das Wissen, was ich mir jetzt in den letzten Jahren erarbeitet habe, in dem Rahmen auch so weitergeben zu können und wirklich konkrete Maßnahmen hoffentlich anstoßen zu können, wie man Kunststoff auf kommunaler Ebene, aber eben auch bei jedem selbst reduzieren kann. Ja, das klingt total spannend. Ich glaube, ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt. Ich bin übrigens Sophie. Ich komme aus Wilhelmshaven, wohne jetzt in einer WG in Oldenburg und bin aktiv bei der BUND Jugend. Und dieses Jahr, vom 1. bis zum 31. März, möchte ich versuchen, während der Klima-Challenge auf Kunststoffverpackungen zu verzichten im Bereich der Lebensmittel. Weil für mich wäre es ein zu großer Schritt gewesen, jetzt auf einmal komplett unverpackte Lebensmittel zu benutzen. Aber ich schaue einfach mal, wie das funktioniert, Plastik wegzulassen. Ja, hättest du vielleicht noch Tipps oder hättest du Ideen, wie man leichter im Alltag auf Plastik verzichten könnte? Oder auch Tipps für mich, wenn ich jetzt das versuchen werde, so während der Klima-Challenge? Naja, wie du ja schon richtig gesagt hast, jeder hat einen anderen Alltag. Also sollte auch jeder für sich selbst erstmal schauen, wo er im Alltag, er oder sie im Alltag zunächst mal einfach auf Plastik oder Kunststoff im Allgemeinen eben verzichten kann. Also ob das jetzt zum Beispiel bei Kosmetika und Drogerieprodukten ist, da finde ich, da gibt es eine immer größere Produktpalette, die wirklich unverpackt auch angeboten wird. Man muss ja auch nur mal so bei den gängigen Drogerieketten mal schauen. Da so die Naturkosmetikabteilung, da wird doch auch schon einiges eben in Pappverpackungen zum Beispiel oder mit Papierbanderolen angeboten.
Und auch das Online-Angebot wächst da absolut. Also das finde ich ist immer schon mal so ein Bereich. Da kann man natürlich auch viel ausprobieren. Kommt natürlich darauf an, ob man darauf Lust hat, sich da so eine Deo-Creme-Probensammlung, sag ich mal, zuschicken zu lassen und sich dann hinzusetzen und das Ganze mal durchzuschnüffeln. Ich habe es gemacht. Ich bin da also kunststofffrei geworden in dem Bereich. Shampoo, Duschgel, all sowas, das kann man sehr gut einfach durch Seifen zum Beispiel ersetzen oder so diese Hartshampoos. Auch bei Zahnpasta-Cremes sieht man ja immer mehr so auch ja, umweltbewusstere Verpackungen. Da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, ob das nicht alles auch ein bisschen Greenwashing ist. Und was dann wirklich da dahinter steckt. Aber ich denke, man sieht auf jeden Fall auch in dem Markt eine Bewegung Richtung umweltbewusst und kunststofffreier. Dann, ich sag mal, Alltagsgegenstände, die irgendwie eine Flüssigkeit oder einen Feststoff drin haben können. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Was meine ich damit? Trinkflaschen oder Aufbewahrungsbehälter. Ja, also das ist so ein Bereich. Wenn man sich jetzt mal die uralt Tupperdosen anguckt, wenn die vielleicht schon diese verkrusteten Ränder haben, wenn man die mal in die Mikrowelle gehauen hat, irgendwann sehen sie einfach siffig aus, die Plastikdinger. Und da kann man sich dann natürlich fragen, kaufe ich mir wieder etwas aus Kunststoff oder kann ich mir nicht da dann irgendwas aus Glas, aus Edelstahl, aus Alu zum Beispiel, also Aluminium besorgen, was dann schön robust ist, kunststofffrei, wie gesagt, und auch gleichzeitig lange hält. Also da ist ja auch der Markt zum Beispiel, was Glas- oder Edelstahlflaschen angeht, riesengroß. Ja, die einen spenden noch gleichzeitig, ja, die anderen unterstützen soziale Projekte. Also das sind erstmal so Felder, wo ich sagen würde, das ist relativ einfach. Wo es dann natürlich ans Eingemachte geht, deswegen auch Respekt, dass du sagst, im Bereich Lebensmittel, da gibt es natürlich schon viele Unverpackt-Läden oder auch Bioläden, die ein relativ großes Unverpackt-Sortiment haben. Nur was natürlich Lebensmittel angeht, muss man auch ganz klar sagen, manchmal sind dann die Bioprodukte ausgerechnet eingepackt. Und dann stellt man sich natürlich schnell die Frage, kaufe ich jetzt etwas, was nicht regional und nicht bio ist, was aber unverpackt ist, oder etwas, was verpackt kommt, aber dafür bio? Und das ist dann auch ja, eine Frage, die ich mir dann häufig im Supermarkt stelle, weil dann kommt man sehr schnell auf das Thema Ökobilanz und nicht nur Kunststoff. Und das ist dann also ein Rattenschwanz an Fragestellungen, den man da beantworten müsste. Deswegen, ja, da kommt es wirklich auf das einzelne Produkt an. Und da müsste man sich wirklich mit allem individuell auseinandersetzen. Von daher, ja, das ist ein Bereich, wo man aktiv werden kann. Ne? Also, viele Supermärkte verzichten ja jetzt auch auf die Plastikverpackung für die Gurke zum Beispiel oder für das Gemüse. Also da kann man wirklich auch bewusst in einem normalen Supermarkt, sage ich jetzt mal, zu unverpackt greifen. Guckt man mal, wie weit man kommt. Also man ist ja auch als Verbraucher auch so ein bisschen auf das angewiesen, was es im Markt gibt. Und mir ist natürlich auch ganz klar, dass Unverpackt und Bioläden zum Teil auch deutlich teurer sind. Und da kommt man dann auch wieder in so einen Bereich, wie viel Geld steht einem zur Verfügung. Ja, also ein Student wird ein anderes Budget haben als jemand, der einen Vollzeitjob hat und ich weiß nicht schon, wie viele Jahre in der Karriereleiter nach oben gewandert ist. Also auch da, deswegen gut, dass du gesagt hast, es soll keinen Druck ausüben, muss jeder wirklich gucken, kann er sich das auch leisten? Ja, also es soll ja keiner hier persönlich bankrott gehen, weil er krampfhaft versucht, plastikfrei zu leben. Oh ja, ich stelle mir auch vor, dass es nicht so leicht werden wird für mich. Deswegen ist es ja auch so eine Challenge. Also ich werde einfach mal schauen, was für Erfahrungen ich damit mache und bin total gespannt. Also eine Idee, die ich hatte, ist, in Oldenburg gibt es einen Milchbauer, der ein Pfandsystem hat. Das ist ganz cool. Also dann würde ich ja nicht direkt Müll damit produzieren, dann gebe ich eben den Behälter wieder zurück später. Und ja, das gibt es eben bei Kuhmilch oft, aber dann ist mir aufgefallen, wenn jetzt da zum Beispiel ein Mensch auch gleichzeitig noch vegan leben sollte. Bei Hafermilch zum Beispiel habe ich das seltener in Glasflaschen gesehen als jetzt beim Kuhmilch. Da habe ich mir tatsächlich so einen Nussbeutel gekauft. Ein Nussbeutel ist einfach nur so ein Sieb
um Hafermilch selbst zu machen. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Also ich selber bin jetzt keine Veganerin, ich mag auch Kuhmilch, aber das dachte ich, wäre auch noch eine interessante Idee. Könnte man sich Haferflocken beim Unverpacktladen besorgen und mit Haferflocken kann man sowieso tolle Sachen essen und dann die mit Wasser mixen und pürieren und dann hätte man Hafermilch, was weiß ich, für Pfannkuchen mit Mehl. Ja, einfach mal schauen, was für Rezepte mir da noch so einfallen bei der Klima-Challenge. Und ich bin auch dankbar für Ideen, die vielleicht die ZuhörerInnen haben. Schreibt das gerne in die Kommentare. Genau. Und du sagtest, dass du Expertin bist in ökologischen Deos. Also ich meine, was? Achso, Das nein. bin ich nicht, aber auch da muss man ja auch zugeben, ich lerne auch noch mit dazu. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich schon mehrere Jahre zu dem Thema Kunststoff und Meeresmüll eben schon gearbeitet und geforscht hatte, hat mich erst vor 3 Jahren eine gute Freundin, als sie mich besucht hat, auf Deo-Cremes aufmerksam gemacht, weil sie ankam und normalerweise kenne ich das ja von uns Frauen. Wir haben dann so einen riesen Klunker-Kulturbeutel, wo dann alles irgendwie drin ist. Und sie kam mit so einem kleinen Täschchen an und ich sagte, was hast du denn mit deinem Kulturbeutel gemacht? Ja, und dann packte sie dann diese kleinen Döschen aus, auch mit dem Hartshampoo. Und ich war wirklich baff, weil ich dachte, Mensch, da bin ich doch eigentlich diejenige, die sich mit diesem Thema Tag ein, Tag aus beschäftigt, das Ganze lebt und atmet. Und da kommt hier meine Freundin an und erzählt einfach, und ja, guck mal hier, Deo-Creme. Ja, und so bin ich dann darauf aufmerksam geworden und gucke auch nicht mehr zurück. Also die Produkte sind super. Ich will da jetzt auch keine Werbung machen. Da kann jeder mal im Internet einfach schauen, welche Anbieter es da gibt. Oder eben, wie gesagt, im regionalen oder lokalen Biomarkt, da gibt es ja auch schon Deo-Creme-Angebote oder Hartshampoo. Ja, ich sage ja, das muss ja auch irgendwo ein bisschen Spaß machen. Also man muss ja für sich den Mehrwert daraus merken, darauf zu verzichten. Wenn das jetzt tagtäglich eine Qual ist, weil man sich so sehr einschränkt, dass man eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwie was zu machen. Das ist auch der verkehrte Weg. Also ich weiß, ich habe damals, um jetzt bei dem Deo-Creme zum Beispiel zu bleiben, ich habe mir so eine Sammlung, also eine Probensammlung bestellt und dann haben mein Partner und ich haben da wirklich gesessen am Weserstrand in Bremerhaven und haben uns dann die Deo-Cremes angeschnüffelt und haben dann selber entschieden, welches wir davon nehmen. Am Anfang waren die noch in Kunststoff, in relativ großen Kunststofftiegeln mit Aludeckel. Und irgendwann ist in deren Sortiment, da wo ich das zumindest kaufe, sind die dann auch in Glastiegeln mit einem Bambusdeckel aufgetaucht. Da ist dann quasi nur das Gewinde aus Kunststoff. Also auch da kann man ja erstmal einsteigen und dann weiterarbeiten, sage ich mal, an sich selbst und auch an den Produkten. Ja, und da gibt es natürlich auch, wenn man jetzt ein Produkt ganz toll findet, aber das ist nun mal irgendwie zum Beispiel in Kunststoff eingepackt, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wenn man jetzt nicht darauf verzichten möchte, trotzdem den Herstellern mitzuteilen, Leute, so nicht, ich möchte das Produkt einfach ohne Plastikverpackung. Und da kann ich zum Beispiel die Replace Plastic App empfehlen. Die ist von Küste gegen Plastik e.V. Das ist von Jennifer Timroth in Schleswig-Holstein eine gegründete e.V., die jetzt schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich mit dieser App unterwegs ist. Da scannt man den Barcode und dann gelangt jedes Produkt in so eine große Kartei an allen möglichen Produkten. Und dann schickt diese e.V. eine E-Mail an den Hersteller und sagt so, wir haben von Verbrauchern die Rückmeldung bekommen, dass sie sich ihr Produkt X mit weniger oder gar keinem Kunststoff wünschen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass in manchen Fällen schon Firmen wirklich ihr Produktdesign, ihre Verpackung komplett auf Papier oder Pappe umgestellt haben, weil sie einfach gesagt haben, ja, wenn das der Wunsch der Kunden ist, wir möchten ja unseren Kundenkreis nicht nur behalten, sondern erweitern, dann müssen wir uns auch irgendwann mit verändern. Also ich denke, Veränderung kommt ja nicht von heute auf morgen, ob jetzt bei sich selbst oder in der Gesellschaft. Von daher, man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, aber jedes Schrittchen, das man geht, das bringt einen in die richtige Richtung. Oh ja, das denke ich auch. Daran sieht man mal wieder, dass die Stimme des Verbrauchers oder der Verbraucherin ja doch irgendwie zählt. Und Replace Plastic, das muss ich mir merken. Das klingt gut, finde ich. Ich habe auch gehört, dass es noch weitere Apps gibt, die ganz cool sind. Irgendwie, es gibt noch eine App, die heißt ToxFox. Da Genau, kann das man ist die immer vom nachsehen. BUND, ja. Ja, genau. Da kann man immer nachsehen, was für Stoffe, Inhaltsstoffe auch in den Produkten sind, meine ich.
Und Genau. dann gibt es noch. Codecheck gibt es auch noch. Richtig, ja, genau, Codecheck, das wollte ich sagen. Auch sehr cool. Genau, also auch gut, um sich eben darüber zu informieren, wo ist Mikroplastik drin, wo vielleicht nicht so. Und dann Genau. habe ich mir noch aufgeschrieben, eben die Frage, Biokunststoff. Das sieht man dann ja vielleicht auch in der App drin, dass da dann steht, das Biokunst, also ist aus Biokunststoff gemacht. Und Biokunststoff, das sind, glaube ich, immer Unterschied. Also es ist nicht, Biokunststoff kann ganz unterschiedlich sein, soweit ich weiß. Also entweder es ist aus wie heißt das? Nachwachsenden Rohstoffen. Richtig, nachwachsende Rohstoffe, wie jetzt zum Beispiel aus, ich weiß nicht, Maisfasern. Oder es kann auch abbaubar sein, aber muss nicht. Was hältst du denn von Biokunststoffen? Ja, Biokunststoffe, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist ein noch relativ undifferenzierter Begriff. Er kann eben genau sowohl biobasiert heißen als auch bioabbaubar. Aber beides hat so seine Tücken. Wenn man jetzt also sagt, man produziert einen Kunststoff aus Biomaterialien, dann ist es trotzdem ein Kunststoff. Der wird sich genauso langsam zersetzen wie die meisten anderen konventionellen Kunststoffe aus Rohöl, nur dass eben das Basismaterial jetzt nachwachsend ist. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das etwas, wo man in Zukunft rein investieren will, weil man dann quasi Felder voller Material hat, voller Biomaterial, was man auch eigentlich für Lebensmittel, für die Menschen nutzen könnte. Und daraus wird dann wiederum Plastik hergestellt, der dann trotzdem schwer abbaubar ist. Da beißt sich, glaube ich, die Katze in den Schwanz. Das ist eigentlich nichts, was jetzt nachhaltig ist. Und wenn man dann sich den also angeblich bioabbaubaren Kunststoff anguckt, da kommt es wirklich auf die Umstände an, in denen dieser Kunststoff bio abgebaut wird. Da haben sich also schon vor Gott, das ist jetzt auch schon fast 6 Jahre her, auf einer Konferenz um Mikroplastik sich dann die Experten gekloppt, was diese verschiedenen Kompostsiegel und Hinweise auf den Produktverpackungen angeht, weil es gibt kompostierbar, das heißt, man kann es auf den Hauskompost schmeißen. Es gibt dann industriekompostierbar, das heißt, es braucht den Industriekompost, die hohen Temperaturen, die nie auf einem Hauskompost erreicht werden würden. Das heißt, wenn etwas, was industriekompostierbar ist, auf den eigenen Hauskompost geschmissen wird, passiert da gar nichts oder sehr wenig nur mit. Na, und dann gibt es auch noch, also zumindest damals war das so eine Kategorie, das habe ich aber irgendwie bisher nicht so groß in Läden gesehen, dieses Logo, dass es Frischwasser kompostierbar, also Frischwasser abbaubar ist und Salzwasser abbaubar. Also das ist quasi, wenn es ins Meer fällt, abgebaut wird, aber wenn dann etwas, was Meerwasser abbaubar ist, in Fließgewässer fällt, also Frischwasser, dass das dann auch nicht abgebaut wird. Also da muss man dann als Verbraucher schon wirklich drauf gucken, was da für ein Label ist. Ja, und gleichzeitig habe ich aber auch schon mitbekommen, dass diese industriekompostierbaren Biomüllbeutel zum Beispiel länger brauchen zum Biokompostieren, als die Industriekompostanlagen haben für ihren Mulch. Das heißt, die Zeitspanne reicht einfach nicht, sodass sie letztlich trotzdem diese Tüten da händisch aus dem Biokompost rauspflücken müssen, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist, ja, und die dann wiederum in die Verbrennung gelangen. Also bisher gibt es keinen Kunststoff, der so bereitwillig abgebaut werden kann. Und wie gesagt, biobasierte Kunststoffe heißt nicht gleich bioabbaubar. Ja, also da muss man das dann wirklich differenzieren. Und von daher würde ich an dieser Stelle eben nicht zu Bioplastik raten. Ich kann mir dann ja auch vorstellen, dass manche Menschen dann denken, ja, das baut sich so schnell ab, dann tue ich es in meinen Kompost, dann fliegt es mit dem Wind weg und dann frisst es irgendein Tier, bevor es abgebaut ist oder es landet im Meer vielleicht. Zum Beispiel, also ein ganz großes Thema, wo ich diese Fehlvorstellung auch wirklich gesehen habe. Ich habe ja auch 4,5 Jahre in Wilhelmshaven gelebt und bin da ja auch gerne am Südstrand und hinten bis zur Schleuseninsel raus joggen gegangen. Und da gibt es ja überall diese Belu, diese Klos, diese Hundekotbeutelstation.
Und viele Leute denken, dass diese Tüten bioabbaubar sind. Manchmal steht das auch zum Teil da drauf. Ich weiß dann natürlich nicht, worauf diese Erkenntnis dann basiert. Und deswegen lassen dann alle irgendwie auch ihre Hundekotbeutel schön versteckt irgendwo liegen, wo ich mir denke, ja, natürlich sind die Hundehäufchen nicht nett, links und rechts, aber die auch noch in Kunststoff zu konservieren, dass die noch länger in der Natur fristen und dann auch noch mit Kunststoff zusammenhängen, das ist dann völlig gegenteilig zu dem, was eigentlich ja erreicht werden sollte, nämlich eben die Sauberkeit des öffentlichen Raumes. Von daher, ja, sind eben solche Claims, sage ich jetzt mal auf Englisch, solche Behauptungen sind eben sehr schwierig. Und wer nicht in dieser Materie drinsteckt, dem kann man es ja auch nicht verwerfen, wenn er sich damit jetzt nicht auseinandersetzen möchte, bevor er da sich für so ein Produkt entscheidet, sondern er sieht, oh, Bioplastik klingt gut, ist Bio wohl drauf, ist auch Bio drin, das nehme ich jetzt einfach mal. Und man will eigentlich das Richtige tun, aber ist sich eben nicht bewusst, was das auch für negative Folgen haben kann. Gerade so am Südstrand, an der Nordsee bei uns, wenn da dann Hundekotbeutel liegen, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann eben ganz leicht da in Nationalpark Wattenmeer dann fliegt. Ja, genau. Auch die Möwen nehmen das dann mit, denken, das sieht lecker aus. Ja, und was wollte ich sagen? Es gibt ja auch so Projekte wie die Ocean Cleanup, die dann eben versuchen, den Müll wieder rauszufischen aus dem Meer. Also kurz zur Erklärung, die Ocean Cleanup wurde von einem Niederländer gegründet und der hat eine, ja, ich sage mal so ganz salopp, so Maschine irgendwie gebaut, die ohne das Zutuns von einem Menschen Plastikmüll aus den Ozeanen zieht. Ja, was meinst du, ist das etwas Sinnvolles? Kann das unser Plastikproblem vielleicht lösen oder dazu beitragen, dass es irgendwie besser wird? Also bevor ich auf diese Frage antworte, muss ich sagen, ich habe selber für Boyan Flood und The Ocean Cleanup gearbeitet, 4 Monate lang. Cool. Von daher, mich hat das damals, als ich davon erfahren habe, hat es mich total interessiert. Ich habe auch gedacht, Mensch, ne, da macht mal jemand was, das ist so ein Anpackerprojekt, also auch nochmal, du hast das ein bisschen umständlich ausgedrückt, das ist eine schwimmende Barriere. Das ist also quasi, man muss sich das wie so eine große Schwimmnudel vorstellen mit einem Röckchen, also mit so einem Netz, was nach unten hängt für mehrere Meter unterhalb der Wasseroberfläche und durch den Einsatz von einer Verankerung oder einem Driftanker, also ein Anker, der nicht unten am Meeresboden festgemacht ist, sondern der in der Wassersäule quasi die Strömung nutzt, aber die Barriere gleichzeitig langsamer treiben lässt als die Strömung, so wird eben der Kunststoff eingefangen. Also man muss sagen, es ist ja nicht alles nur Kunststoff, was auf dem Meer schwimmt. Oh ja. Ja, also allen Meeresmüll, sage ich jetzt mal allgemein, da ist zwar viel Plaste drin, aber nicht alles, dass das einfach von dieser Barriere aufgehalten wird und dass dann Sammelschiffe kommen und diesen Müll, der dann vor der Barriere sich mit der Zeit ansammelt, dass die den dann irgendwie abtransportieren. Und letztlich war dann der Gedanke, dass man diesen Müll recyceln kann, vor allem eben den Kunststoff und dann wertige Produkte aus diesem Meeresplastik herstellt, die dann wiederum auch Geld ja reinbringen. Also das ist ja ein Unternehmen, ne? Die müssen ja auch irgendwo wieder das Geld rauskriegen, obwohl sie ja zunächst mal auf Spenden und finanzielle Unterstützung ja angewiesen sind. So, was dieses Projekt betrifft, ich finde, es ist wichtig, dass es solche Flaggschiff-Projekte gibt, die eben die öffentliche Aufmerksamkeit bekommen und das natürlich auch motiviert und zieht. Es ist es aber nicht die gesamte Lösung für dieses Problem. Kann es gar nicht sein, denn wie gesagt, es fängt ja jetzt zunächst mal nur treibenden Kunststoff oder treibenden Meeresmüll ein. Ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, die so genannt werden, dann sind das maximal 15% des Meeresmülls, der so in der marinen Umwelt rumtreibt. Ja, die anderen 15%, die hängen irgendwo in der Wassersäule oder sind schon längst am Strand angespült. Aber es wird geschätzt, dass ganze 70% letztlich auf dem Meeresboden landen. Denn nicht alle Kunststoffe treiben ja auch. Das ist ja auch so ein Missverständnis. Kunststoff ist leicht, also schwimmt das. Das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Das hat was mit Dichte zu tun. Ja, und es gibt viele Kunststoffe, die sind dichter als Seewasser, also Meerwasser. Und die sinken gleich auf den Meeresboden ab. Ja, also
ist das erstmal nur ein Bruchteil, den die überhaupt rausfischen können. Und dann ist für mich als Meeresbiologin auch immer die Frage, wie viel ökologischen Schaden wird dadurch angerichtet? Denn man darf nicht vergessen, es gibt viele Meereslebewesen, die passiv mit der Strömung treiben, die nicht wie ein Seelöwe oder wie ein Wal oder ein Delfin unter so einer Barriere durchschwimmen können, weil sie das als Hindernis erkennen, sondern die lassen sich mitdriften, die haben keine aktive Möglichkeit, dem Ganzen auszuweichen. Viele Fischarten legen Fischeier, ja, die dann auch von Meeresvögeln gefressen werden. Da auch wieder so der Link, Meeresvögel verwechseln kleine Kunststoffpellets mit Fischeiern und grasen diese von der Meeresoberfläche ab. Diese Fischeier würden ja auch alle mit eingefangen werden. Ja, und für marine Lebewesen eine große Struktur im Meer hinzusetzen, ist erstmal eine Schutzfunktion. Ja? Also große Geisternetze haben immer kleine Fischchen unten drunter, weil das erstmal Schutz bietet vor großen Räubern. Das heißt, so eine Riesenbarriere da reinzusetzen, sammelt nicht nur den Müll auf, sondern sammelt auch Tiere, weil die sich dann eben Schutz suchen, entweder in den Müll setzen oder unterhalb treiben. Und dann ist eben die Frage, werden die gleich mit rausgesammelt und wie viel Schaden richtet man eben dadurch an? Und wenn man noch weiter denkt, wie gesagt, ich bin Meeresbiologin, sowas ist bei mir dann auch auf dem Schirm, wenn große Meeresräuber, die ja auch migrieren, also große Wanderrouten durch die Ozeane haben, wenn die Wind davon bekommen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, dass da ein Buffet rumschwimmt, dann werden die diese Orte auch aufsuchen. Ja, und gut, es hieß zunächst, es sollte eine Barriere sein, dann war ja von mehreren Barrieren die Rede, die etwas kleiner alle sind. Also dieses System ist ja auch mit der Zeit immer weiter angepasst worden an die Erkenntnisse, die die Ocean Cleanup erarbeitet hat. Da muss man sich aber trotzdem die Frage stellen, welchen Energieaufwand betreiben diese großen Meeresräuber, um vielleicht ihre Wanderrouten komplett zu ändern, weil sie sich natürlich am Buffet was abgreifen möchten. Ja? Also von den kleinen Fischchen, Krebstieren, was auch immer, alles, das sich auf diesem Müll ja auch ansammelt. Und da, wie gesagt, muss man sich wirklich die Frage stellen und deswegen wollen sie ja auch da ein Monitoring betreiben, also wirklich gucken, was sind da die ökologischen Auswirkungen von diesen Barrieren. Denn letztlich können wir nicht so viel Biomasse, so viel Tiere da rausholen und damit eigentlich größeren Schaden anrichten als den Müll, den wir da rausziehen und dadurch irgendwie doch was Gutes bewirken möchten. Also da muss man immer so Kosten-Nutzen-Rechnung natürlich betreiben und sich eben fragen, richtet das nicht auch Schaden an? Also es ist eine Möglichkeit und ich denke, die entwickeln sich auch weiter bei der Ocean Cleanup. Sie forschen sehr viel, sie passen das Ganze den neuen Erkenntnissen an. Das ist ja auch Wissenschaft. Es ist also ein Puzzlestein in dem großen Puzzle, was wir lösen müssen, um dieses Problem anzugehen. Es kann aber nicht die einzige Lösung sein. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass es nicht die einzige Lösung sein kann. Gerade wo du sagst, dass ja auch viel von dem Müll nicht an der Wasseroberfläche schwimmt, dort, wo die das dann abgreifen mit dieser Schwimmnudel. Naja, oder mit dem, ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll. Naja, ja, es ist eine Barriere. Sie haben aber natürlich jetzt auch was im kleineren Stil für die Flüsse entwickelt, was dann eben von der Flussströmung den Müll mit wie so einem Schaufelraddampfer eben abgreift. Also sie entwickeln auch ihre Systeme da weiter und es ist durchaus ein sinnvoller Ansatz. Nur ist das Problem bei solchen Sammelmechanismen, nenne ich es jetzt mal, dass dann manche Leute vielleicht denken, oh Mensch, das wird ja alles rausgefischt, das macht ja dann nichts, wenn dann wieder Müll in der Natur landet. Also letztlich sind sich nicht nur Wissenschaftler, sondern eigentlich die meisten Umweltorganisationen, die zu dem Thema arbeiten und alle, die irgendwas mit Meeresmüll zu tun haben, sich einig, wir müssen den Eintrag von Plastikmüll stoppen, denn sonst lobt das Ganze nicht. Und da sind wir auch gleichzeitig wieder beim Müll bei sich selber reduzieren. Denn die Mengen, die wir da weltweit haben, die wachsen weiter. Ja, und da wird unweigerlich was in der Natur bei landen. Das heißt, wir müssen bei uns ansetzen und erstmal an Land das ganze Müllaufkommen reduzieren und dann gucken, dass es erst gar nicht in die Natur gelangt. Auf jeden Fall, denke ich auch. Alle müssen irgendwie mithelfen. Und bevor jetzt die Zeit vorbei ist, muss ich dich unbedingt noch fragen zu deinem aktuellen Projekt. Also es heißt ja Köpfchen statt Kunststoff. Und es geht um einen Wettbewerb für Kommunen. Also auch die Kommunen können was beitragen zu der Lösung des Plastikproblems, sage ich mal.
Ja, wie läuft das gerade so? Was ist das für ein Wettbewerb, den ihr da gerade macht? Also das ist erstmal ein größeres Projekt, was auch diesen Wettbewerb beinhaltet. Das ganze Projekt heißt eben Kommunaler Wettbewerb Köpfchen statt Kunststoff. Auf der einen Seite möchten wir öffentliche Aktionen anbieten und Bildungsangebote, dass das Wissen um das Problem Kunststoff, ich sage ja, es ist ein Wertstoff, aber er wird eben nicht so oft wertgeschätzt und landet dadurch in der Natur und die Konsequenzen, die das hat, die sind noch nicht bei allen angekommen. Das heißt, wir möchten aufklären, wir möchten Leute motivieren, inspirieren, wie eben du es jetzt in der Climate Challenge machen möchtest, da mal bei sich selber anzufangen, und wirklich auf das Thema aufmerksam zu machen und das Ganze zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir auch diesen Wettbewerbsaspekt. Das heißt, da rufen wir sämtliche niedersächsischen Städte und Gemeinden auf, sich mit Maßnahmen zur Kunststoffreduktion im öffentlichen Raum und in öffentlichen Einrichtungen zu bewerben. Denn, und das habe ich auch im Laufe meiner Arbeit festgestellt, es gibt unheimlich viele tolle Maßnahmen, Bürgerinitiativen, Projekte, Vereine, die sich schon auf diesem Gebiet wirklich stark machen, die was bewegen. Aber oftmals weiß man gar nicht voneinander, untereinander, weil die Vernetzung noch gar nicht da ist. Und wir möchten mit diesem Wettbewerb eben Kommunen auszeichnen, die entweder schon laufende Projekte und laufende Maßnahmen haben und damit wirklich was bewegen oder die ganz neue Ideen haben. Ja, es gibt ja auch innovative neue Sachen, die man einfach mal für sich testen kann. Ja, und es gibt ältere Projekte, die vielleicht schon abgeschlossen sind, die aber total nachhaltige Wirkung haben. Und in diesen drei Kategorien sollen sich also die Städte und Gemeinden bei uns bewerben können mit, wie gesagt, konkreten Maßnahmen zur Kunststoffreduktion und Kunststoffvermeidung. Und dann möchten wir natürlich am Ende dieser Wettbewerbsphase auch solche Kommunen auszeichnen, die besonders sich auf diesem Gebiet engagieren, sodass die dann auch als Vorreiter für andere Städte und Gemeinden, nicht nur in Deutschland, vielleicht sogar über die deutschen Grenzen hinaus gelten können. Ja, das klingt doch auch toll, motivierend zu sein. Und ich glaube auch, dass wenn eine Kommune dann eben so Vorreiter ist, und so mehr Aufmerksamkeit generiert wird für solche innovativen Konzepte, dass das eben dann auch andere ansteckt. Genau, das ist unsere Hoffnung, dass das Ganze einfach einen Schneeballeffekt hat. Und das muss, wie gesagt, nicht nur auf kommunaler Ebene sein, das kann auch jeder Einzelne sein, dass man einfach bei sich anfängt und man erzählt einer Freundin, einem Freund oder den Eltern von irgendwas und sagt, Mensch, guck mal, da habe ich jetzt was Plastikfreies gefunden und das ist genauso toll und super. Und dann testen es die anderen und stellen fest, ja, das war jetzt gar nicht so schwierig, da in dem Bereich auf Kunststoff zu verzichten. Ja, ob das bei Kleidung ist, ob das bei Drogerieprodukten ist, ob das bei Lebensmitteln ist, ja, kunststofffreies Reisen, da gibt es so viele super Bereiche, da hat auch der BUND unheimlich viele Materialien auch online. Die Links kann ich dir auch gerne schicken, wenn du die dann mit zu dem Podcast dazustellen möchtest. Ja, also da kann man sich auf jeden Fall erste Inspiration holen. Ja, und ich meine, wir haben heutzutage das Internet. Da gibt es so viele tolle Ideen, die auch einfach Privatleute vielleicht posten, weil sie irgendwas Neues erfahren haben. Also als Startpunkt kann man das dann nutzen, um eben bei sich selbst anzufangen. Ja, das klingt super. Also die Links tun wir dann natürlich in die Videobeschreibung. Und ich finde, das war ein total klasse Schlusswort auch, weil unsere Zeit jetzt auch schon so langsam vorbei ist. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Rosanna, für die ganzen interessanten Erzählungen. Und vielen Dank an die ZuhörerInnen. Und schreibt uns gerne eure Erfahrungen mit Plastikmüll in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hat mich gefreut, von mir auch. Tschüss. Tschüss.